Hallo, ich bin Sabrina. Hallo, ich bin der Ruben. Und ich bin der Tom. Wir, Ruben und ich, sind unseres Zeichens von Rock Antenne. Wir testen heute ein Spiel, das uns Sabrina mitgebracht hat. Das heißt Guitar Hero on Tour. Kommt nächste Woche, 17.07. Ich kenne jetzt die Funktionsweise des neuen Spiels Guitar Hero on Tour. Einmal nehme einen normalen Nintendo DS und tut hier hinten dieses Sicherheitsfach raus und steckt dann den super coolen Guitar Grip da rein. Zack, fertig. Spiel hinten rein und los geht's. Plektrum oder Spektrum? Ach, Plektrum vergessen. Hast du mir weggenommen. So, danke. Dann steckt man hier hinten die Hand durch, die Schlaufe, ein bisschen locker jetzt, kann man enger stellen. Kleine Frauenhände. So. Und dann los kann man geht's. Genauso rocken wie mit der richtigen. Perfekt. Ich würde sagen. Und sieht folgendermaßen aus im Setup. Und ich will jetzt mal den Thomas fertig machen. Ganz gepflegt. Ja. Bereit? Freu dich mal nicht zu früh, es geht los. Okay. All-Star von Smash Mouth. Jetzt wird gerockt. Ich höre schon die ersten Schläge bei dir, Thomas. Kann das sein? Nur? Ich kann ja nicht mal Headbanging zu den Song. Boah, du Sau! Boah. Das ist schwer. Ah, oh, God damn it. Scheiß Autogrammjäger. Ja, ja, bin ich auch ein Problem. Oh, nee, da kannst du nicht. Auf dem musst du weiterspielen. Oh Gott. Kannst du mal weiterspielen, das wäre digital. Du post doch nur rum, oder? Du machst doch gar nichts anderes. Ich versohle dir deinen Arsch gerade. Ich rock dich nach den Lieben. Ja. Zeig mir mehr. Jetzt haut der Moser den ganz langsam mal auf hier. Ja, ja. Oh. Gott damit. Einmal posen und verrücken nichts mehr. Du Sau, ey. Meine Gitarre anzünden ist eine Frechheit. Ah, es geht nicht, scheiße. Ja, richtig. Komm, hau mir noch was rein, Thomas, komm. Ja, gleich, gleich. Ja, mach, komm. Easy. Ich hab nämlich gerade ein Schild drin, drückst du gar nichts. Ah. Jetzt geht's. Ich hör nichts mehr. Ja, thank you. Ich wüsste keinen Schatz. Ich glaube, wir haben ihn einmal in die Kamera gesehen. Jetzt musst du pusten, wenn deine Gitarre brennt, bis sie ausgepustet ist. Fuck, fuck. Okay, falsche Tasten. Die Luki posten. Du musst die jetzt reparieren. Ah, okay. Okay, ich glaube, der Trefferquote ist von 30%. Yeah! Du bist ja so ein elender Pose, da kann ich gar nichts sagen. You rock! Song failed, dude. Ich hab den Song aber geschrieben. So, seid ihr schon fertig? Okay. Also kurioserweise hat Ruben gewonnen. Man weiß gar nicht so genau, warum eigentlich, weil im Grunde hat er...
13.000 zu 18.000 Punkten. 5.000 Punkte war ich besser als du. Schlimm ist, du warst rein optisch auch noch besser als ich. Das aber war auch kein Kunststück. Da hat er auch schon 2 Jahre lang vorher geübt mit dem Teil. Jeden Tag. Genau. Deswegen ist Ruben auch leicht besser. Aber man sieht auch die älteren Semester, so wie meiner. Einer kann mit ihnen noch was anfangen. Wie alt bist du? Also so schlecht. Ich bin seit 8 Jahren erfolgreich 29. Und ich habe auch relativ viele Noten getroffen. Also 129 von 191. Bei mir war es eine Note mehr wie bei dir. Aber okay. Das ist trotzdem schon ein sehr großer Spaß. Es macht noch mehr Spaß, wenn man natürlich die Songs kennt. Und es macht am meisten Spaß, wenn man für sich selbst mal hier so eine optimale Haltung am Griff gefunden hat. Weil das ist am Anfang wirklich das Schwerste, dass man die Tastatur hier bedienen kann, das Ding im Blickfeld hat und auch mal irgendwie dann hier so zockt. Am besten ist es ja wirklich auch zu zweit, so mit hier Feuer auspusten. Ja, nur, so, dass du mir die Hucke vollhauen kannst, oder? Die Seiten zum Reißen bringen und alles Mögliche. Und ja, auch super. Die Grafik, muss man sagen. Wirklich geil. Selbst der Ton kommt super rüber. Ja, der Ton ist okay. Man kann natürlich auch mit Kopfhörern spielen, aber zum Rocken unterwegs perfekt, oder? Genau, und um mich möglichst peinlich darstellen zu lassen. Man hört ja auch jede Note, die man verzockt. Das ist dann vielleicht nicht so schön, aber es ist ehrlich. Okay. Gut. Also, Testurteil. Daumen geil nach oben. Ja. Rock on. Okay.